Und so schreiben wir den 26. Perine. Früher Morgen, die Sonne geht gerade auf, allerdings kämpft sie immer noch mit dem steten Regen, der bereits seit gestern unablässlich fällt. Jalan und Kiara sind mit dem ersten Sonnenlicht aufgestanden und haben sich dann in Richtung Nordwesten aufgemacht, um dort die Stadt des Lichts zu betreten. Vor euch Karina? könnt ihr eine riesige Maueranlage erkennen. Knapp 700 mal 500 Schritt, 4 Schritt hoch. An mehreren Stellen könnt ihr ja sehen, wie verschiedene Sonnenlegionäre auf den Türmen patrouillieren. Das Herz der heiligen Stadt, den Tempel der Sonne könnt ihr auch bereits dahinter sehen. Könnte dann aufs Tor zu. Weiter zum Gruße. Euer zum Gruß. Wie können wir euch helfen, Bahnstrahler? Ich bitte eine Audienz beim Rat des Lichts oder wer Beim auch immer Rat gerade des verfügbar Lichts. ist. Nun dann, vielleicht werdet ihr empfangen, aber ich gehe nicht davon aus. Tretet ein, wir werden euch den Zugang zur Stadt des Lichts nicht verwehren. Hab Dank. Hab vielen Dank. Ja, so könnt ihr durch die riesige Anlage streifen. Ja, viele Pilgerstätten, Gesindehäuser, Stallungen, Kammern, den goldenen Garten und einige verschiedene Baustellen. Kirchen. Vor euch den Tempel der Sonne mit einer Fassade von selber 200 Schritt. Ein unglaublicher Prachtbau mit weißem Marmor und mit Gold geschmückt. Strahlt, funkelt im Sonnenlicht, im Regen glitzert. Ein Regenbogen, der sich auf euch wirft. Beeindruckend, wahrlich. Danken wir dem Herrn Paulus, dass er uns diesen goldenen Augenblick noch einmal schenkt. Ja, vor dir kannst du erkennen, wie wohl Volmian Priobur Lustratus entlang schreitet. Den hast du gestern schon gesehen im Rat der Helden. Geht wohl gerade von einem der Häuser in Richtung diesem Tempel der Sonne. Ehrlich, auf ihn zu. Euer Ehrwürden. Alles zum Gruße. Ah, Greifenmund. Willkommen. Schön, dass ihr euch uns anschließt. Darf Ich man wusste gar nicht, fragen, dass ihr kommt. wohin ihr des Weges seid? Zu den Greifen. Sie sind gestern gekommen. Die Greifen sind gekommen. 8 Stück an der Wahrlich. Zahl. Ja, sei Dank. Ihr habt uns also doch erhört. Wir wollen uns euch doch gern anschließen. Er schaut so ein bisschen abschätzig auf Kiaras. Ihr seid Alanfana, oder? Ich bin ein Diener der Götter. Ja. Ein Rajani. Bin mir nicht ganz sicher, was die Sonnenlegion dazu sagt, aber andere Zeiten, andere Regeln, oder? Wir stehen doch alle gemeinsam gegen denselben Feind. Nun, wenn Prios meint, dass ihr seiner unwürdig seid, dann solltet ihr euch darauf gefasst machen, dass ihr euer Augenlicht verliert. Mir sei es gleich. Konntet ihr bereits einmal das Licht von Prios erblicken? Nicht so direkt, nein. Nur auf dem Schlachtfeld. Das meine ich nicht. Greifenmund, wisst ihr, wovon ich spreche? Ihr solltet einmal einen Strahl des heiligen, des ewigen Lichts erblicken, Karinor. Es ist ein außergewöhnlicher Anblick. Ich Der habe es Glanz Antlitz Rajas Alvarans. gesehen. Ich denke, das werde ich auch schaffen. Der Glanz Alvarans in unsere Sphäre gebunden. Das größte Geschenk, das er uns je gemacht hat. So ist es. Dann freue ich mich doch schon darauf. Und so könnt ihr durch die Tür treten. Ein unglaublich gewaltiger Tempel, eine Anlage neben euch, viele Räume, viele Säulen, die in verschiedene Richtungen abzweigen. Überall um euch herum könnt ihr weitere Sonnenlegionäre erkennen. Und wenn ihr dann vor euch die riesige Rundhalle erblickt, ein Rund, in dessen Mitte das ewige Licht zu erkennen ist, makellos, rein weiß, eine strahlende Kugel, die hier in der Mitte schwebt. Und daneben stehen nicht nur der Bote des Lichts, von dem Jalon schon sprach, sondern auch 8 Greifen. Als ob es das Selbstverständlichste der Welt wäre, sie hier anzutreffen, in all ihrem Glanz, in ihrer Pracht.
Mut erfüllt euch allein vom Anblick und ein glockenheller Ton, der jetzt über euch aus vielen verschiedenen Glocken klingt. Obwohl das rund nach oben offen ist, wird kein einziger Regentropfen den Boden erreichen. Tretet näher. Kommt mit. Dies sind die 8 schimmernden Greifen, direkt aus Alvaran gesandt, stolz und prächtig. Malachan, Gorgoran, Belochar, Uruchan, Shinvoran, Pelnachar, Erofan und Vingoran. Sie sind hier vor einem Tag eingetroffen. Sie werden uns helfen. Ich knie mich erstmal vor den Greifen und dem Heliodan hin. Tu es ja dann gleich. Und ihre Hilfe ist mehr als willkommen. Heilige Lechmin zum Dank. Die Götter sind mit uns. Aus einer der Seitensakristeien, unglaublich riesig, verliert auch immer noch in dem ganzen Glanz, in dem Gold. Und Kiaris hat tatsächlich gerade Probleme mit seinen Augen. Er sieht nur noch weiß. Und dann schält sich aus einer Aureole heraus ein 9. Greif. Ich bin Oberman, Fürst unter den Greifen. Ihr könnt tatsächlich auch sehen, wie er eine Krone trägt, eine Krone aus Licht. Ihr schließt euch der Reise an, dem Kampf gegen die widerliche Kreatur, die sich Galotta nennt. Goldener Gesandter Alvarans, ja! Unser Leben gegen den Widersacher. Dann steht auf, erhebt euch. Wir haben bereits unsere Reiter erwähnt, ihr kommt zu spät. Aber seid ihr gewiss, dass wir Verwendung für euch haben. Befehlt und ihr gehorchen. Wir werden uns an euch wenden, wenn uns danach ist. Als göttlicher Befehl aus eurem Munde soll uns an jedem Ort und zu jeder Zeit erreichen. Lux Ubisoft. Lux Triumphat. Es fühlt sich so an, als ob ihr entlassen wäret. Ich stehe dort immer noch mit offenen Augen und schaue mir alles an. Nehme das Licht in mich auf. Geh dann ganz langsam Carino rückwärts mit mir von der Position fort. Ja, wenn ihr euch dann langsam, gemächlich wegbewegt, mit einem erhabenen Gefühl, mit so viel Mut in euch und so viel Licht in eurem Bauch, könnt ihr dann auch wieder zurücktreten. Immer noch regnet es. Die Sonne kann sich immer noch nicht durch die ganzen Wolken hindurch quälen. Aber jetzt, ihr könnt hier verschiedene andere Leute erkennen. Nicht nur Sonnenlegionäre, nicht nur Geweihte. Wirklich viele Geweihte erkennt ihr nicht, aber einige Visionäre, einige Prediger, denen wohl tatsächlich die Augen ausgebrannt sind, die sich im Schein der Sonne verloren haben und nun einige Binden tragen oder nur noch weiß glänzende Augen. Ihnen fehlt die Sehkraft. Nun, eine Schande. Können Sie doch diesen wunderbaren Anblick nicht mehr sehen? Sie haben so viel paras göttlichem Licht in sich aufgenommen, dass Sie kein normales mehr sehen können. In der Hoffnung, seinen endlosen Willen zu ergründen. Wir sollten Sie beneiden, denn Sie sind ihm wohl sicherlich näher gekommen als jeder andere Sterbliche. Hinter euch könnt ihr erkennen, wie der Hofgeweihte Arius von Wulfen auf euch zutritt und Jalandir gemächlich und sacht eine Hand auf die Schulter legt. Ihr habt sie also bewundern können. Warum seid ihr hier? Wegen dem Mannstaub? Und sollt es erhalten? Ihr ebenso möchte ich euch natürlich das Angebot unterbreiten, dass euch die Pläne der Festung zur Verfügung gestellt werden, obgleich wir sie ihrer Funktionen wegen nicht in die Stadt bringen konnten. Nun, mir wurde bereits von Saldor aus der Sippe der Fosslerin mitgeteilt, dass er dieses schändliche Machwerk nur mit den dämonischen Glyphen zu entziffern ist und es keine tatsächliche Karte ist, sondern eher eine Art Wegweiser. Sie ich bevorzuge die Schreibungszielscheibe. Wir werden uns sicherlich nicht so viel nutzen wie euch. Wir vertrauen daher auf euch.
Ihr seid schließlich nicht ohne Grund in den Rat der Helden aufgestiegen. Des Weiteren, und dies ist wohl der wichtigste Grund unserer Anwesenheit, sind wir hier, um euch den Plan zur Vernichtung der Schwarzen Feste zu unterbreiten. Also gut, dann gehen wir doch in das Innere. Setzen wir uns etwas hin und ich lausche euren Worten. Sehr wohl. Währenddessen könnt ihr erkennen, wie jetzt ein ganzer Trupp, 50 Mann von Sonnenlegionären in im Stechschritt nach draußen gehen. Ihr könnt sehen, die angekündigten weißen Wappenröcke, die rot-goldenen Schärpen, Hellebarden, Streitkolben. Und so ziehen sie aus, um die Stadt mit Preis, Schein, selbst so ein bisschen zu erleuchten, erhellen. Seht euch um, Karenor. Wie kann man an einem solchen Ort nur daran zweifeln, der Götterfürst hätte seinen Blick jemals von uns abgewandt? Nun, das ist eher eine Frage, die ich dir stellen sollte, oder? Aber ich sehe, die Harmonie ist in dein Herz zurückgekommen. Wir alle werden von den Göttern wohl an uns andere Mal geprüft. Und es ist wohl meine große Schande, dass ich an meinem Herrn gezweifelt habe. So könnt ihr gemeinsam mit dem Hofgeweihten in die Hallen der göttlichen Ordnung gehen. Wie gesagt, ein Nebengebäude neben dem eigentlichen großen, riesigen Rundtempel. Ihr könnt da dann an verschiedenen Aspekten der derischen und der alvaranischen Ordnung vorbeigehen. Eure riesige Weltkarten als Fresko, ein Sphärenmodell, verschiedene natürliche, mechanische, wundersame Uhren, ein Netz an vielfach gespiegelten Sonnenstrahlen und in Stein gehauenen Gesetzschriften, die hier in, auch die Namen der Lichtboten von Horas an verewigen, die hier festgehalten sind, euch da dann an einen großen, marmornen, weißen, mit goldenen Verzierungen eingearbeiteten Tisch setzen und dort dann den Plan erklären. Wir machen weiter mit Abelmir und Isarun. Mhm. Wie geht's bei euch weiter? Wir möchten uns von Magister Melvin die Funktionsweise der Feuerfalken erklären lassen. Ja, dadurch könnt ihr dann in den Garten treten, den Garten der alten Residenz, wo ihr euch dann sicherlich irgendwie noch mit ihm verabredet hattet. Kurz nach dem Rat konntet ihr ihm doch mitteilen, dass ihr seine Feuerfalken bewundern möget. Ja, steht daneben so eine Statue aus Metall, könnt ihr auch die Mondsilberverzierung sehen und auch die Augen, die dann aus den Rubinen gearbeitet sind, den Schnabel aus Arcanium. Ja, meine Freunde, wie ich bereits sagte, pentaphonisches Kandunum mit einer Schnellabraxierung zur Anwendung purgatorischer Destruktionshermetik. Ausgelöst wird sie mit den Worten, und das sollte ich jetzt nicht tun. Er nimmt einmal seine Hand von dieser Statue und legt sich dann so ein bisschen an euch heran und flüstert euch dann jeweils links und rechts ins Ohr: Flieg, Feuerfalke. Dann wird in wenigen Augenblicken ein Ignifaxius mit der Reichweite Horizont ausgelöst und mit den Worten: Zerstöre, Feuerfalke, wird ein Ignisphero ausgelöst. Der ist sicherlich in der Lage, einen einzelnen Dämon aus der Luft zu holen, wenn denn ordentlich gezielt worden ist. Das muss mit dem Schnabel anvisiert werden und dadurch könnte es umso schwieriger sein zu treffen, je weiter das Objekt entfernt ist. Verstehe. Und verstellen lässt sich das vermutlich hier an diesen Griffen. Korrekt. Legt mal ihre Hände drauf und zielt da so ein bisschen rum. Wie gesagt, wir haben natürlich darauf geachtet, dass es nicht nur eine einfache Belagerungswaffe ist und so zu steuern wie, Rotzen sind natürlich unglaublich schwer zu bedienen, aber es hat etwas, die Zwerge sagen, es hat etwas wie eine Armbrust. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich Erfahrungen mit dem Armbrustschießen habe, aber so schwierig wird das wohl nicht sein. Wie gesagt, ihr solltet euch sicher sein, denn ich bin mir nicht ganz sicher, was hatten wir damals gesagt? Wie viele Anwendungen haben wir? Wir haben pro Statue 3 Ladungen des Ignifaxius und 2 Ladungen dieser Ignisphero-Bomben. Ich vermute,
diese Artefakte sind aufladbar? Sie sind wieder aufladbar, das ist korrekt. Das ist doch schon im Namen drin. Kadoma. Gut. Sehr interessant. Wir hatten in der Vergangenheit ein paar Panthergardisten damit eingewiesen, aber diesen sind leider auf dem Felde verstorben. Sehr schade. Sagt, habt ihr zufällig Jilef Imyasafa gesehen? Er hat sich bei mir bisher noch nicht gemeldet. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen. Wo war das? Ich glaube, in der magischen Rüstung. Er ist eigentlich ein guter Freund von mir, aber die Zeit, als ich Hofmagier geworden bin, da kommt man natürlich auch nicht dazu, da seine alten Freunde in Punin oder im Raschsturzwald zu besuchen. Natürlich, weiß auch genau, wo sich der gute Jelef rumtreibt. Sucht einfach mal an der magischen Rüstung. Wir haben, wie gesagt, nach dem Verscheiden von meiner Kollegin Rakala Ihnen diese Räumlichkeiten überlassen. Wir sind einfach nur froh, dass sich nicht alle Graumagier von uns abgewendet haben und geflohen sind. Verstehe. Gut, dahin wollten wir ohnehin noch die Analysen bezüglich einer Fortifex-Abdeckung der Eingänge sollte vielleicht bereits abgeschlossen sein. Ja, unterhaltet euch gerne mit ihnen, auch wenn sie Graumagier sind, wissen sie doch, was sie tun. Das so scheint es wohl. Gut, wenn es noch etwas gibt, dann werdet ihr mir sicherlich hier oben in der alten Residenz finden. Ich werde hier darauf warten, wenn es Neuigkeiten gibt und diese archivieren und dann auch denjenigen zur Verfügung stellen, die sie brauchen. Sehr gut, Magister, was ich noch ansprechen wollte. Wir hatten ja bereits über die Motivation von Galotta gesprochen. Und gehe ich richtig in der Annahme, dass der Moment seiner größten Schmach in der neuen Residenz stattfand? In der neuen Residenz, korrekt. Dann denke ich, dass diese unbedingt evakuiert werden sollte, denn sie wird mit Sicherheit ein Ziel sein, wenn nicht sogar der Mittelpunkt des Magnum Opus. Ja, daran hatten wir auch schon gedacht. Nur dann werden wir das Villenviertel schon einmal großräumig räumen lassen, so es uns denn möglich ist. Aber da zurzeit nur wenige in der neuen Residenz gastieren. Ihr wisst ja selber, dass Ema und auch Ohaya verstorben sind. Hippolyta ist im Bornland. Noch. Und Selindian in Punin. Wurden diese bereits kontaktiert? Wir haben uns bisher noch nicht dazu durchgerungen, weil wir noch nicht genau wussten, inwiefern wir ihnen den Verlust von Mutter und Schwester mitteilen. Ja, ein wahrlich schwieriges Gespräch. Ich beneide euch nicht darum. Gut, wir wollen keine weitere Zeit verlieren. Abelmir, habt ihr noch etwas vorzubringen? Nein, ich denke nicht. Diese Bedienung dieser Artefakte scheint mir doch relativ einfach zu sein. Wollen wir hoffen, dass sie so funktionieren, wie sie sollten. Aber da vertraue ich auf euch. Selbstverständlich werden sie funktionieren. Werden sie auf alle Fälle. Das ist auch getestet worden. Wie gesagt, sie sind wieder aufgeladen worden, aber man muss natürlich damit auch schießen können. Kann man die Reichweite modifizieren? Die Reichweite ist auf Horizont. Nun, ich meine, wenn das Ziel auf kürzere Entfernung ist, könnte man diese Ziele verkürzen, um die Treffsicherheit zu erhöhen? Nun, ihr zielt über den Schnabel und wenn ihr eine Geschwindigkeit vektorisieren könnt und dies in der Arithmetik und der Mathematik gelernt habt im Horasreich, dann sollte es euch ein leichtes sein, die Flugbahn abzuschätzen. Ach, ihr meint etwas, was man, ich glaube, nennt man das Vorhalten? Genau, Vorhalten. Das ist das, was die normalen Armbrustschützen und die Belagerungs
Waffenspezialisten die Pioniere tun. Wir nennen so etwas Vektorisieren. Nun gut. Ja, ich denke, damit ist alles gesagt. Habt Dank für eure Zeit und eure Mühe, uns diese Artefakte zu erklären. Dann wollen wir euch nicht weiter behelligen. Ja, vielen Dank und wir sehen uns sicher bald wieder. Ja, und wenn ihr euch noch umdreht, könnt ihr sehen, wie er wieder gerade einer dieser Falken über den Schnabel streichelt. Haben Ömer und Rafim etwas vor? Ah, morgen Rafim. Morgen! Oh. Oh, ich schlaf immer so schön hier auf dem Sand, muss ich ja sagen. Gar nicht mal so schlecht. So, was ist denn dein Plan? Ich wollte heute noch ein bisschen beten, ein bisschen kämpfen. Und wann treffen wir uns? Um 12, oder? Ich wollte noch die Tasche für deinen Stab machen, aber ich habe sonst nichts weiter geplant. Ich wollte ja eigentlich mit den Hexen reden, aber das werde ich auf morgen dann auf heute Abend verschieben. Ja, ich denke auch, das ist eine gute Idee. Ist eigentlich in der Zeit, in der wir hier waren, mal jemand aufgetaucht im Chortempel oder nicht? Bisher nicht, nö, kein einziger. Weder ein Söldner noch ein Chorgeweihter noch niemand. Okay. Habt ihr komplett für euch selbst. Hat da sicherlich auch sowas wie Verstecken spielen. Ja, okay. Vielleicht komme ich nochmal dazu. Ja, dann würde ich sagen, ist hier Markt, ist doch bestimmt in der Nähe, dann gehen wir eben Stoff kaufen. Oder hast du noch welchen? Nee, habe ich nicht, aber dann ist einfach hier direkt nach Norden gehen und dann müssen wir gar nicht in die Stadt. Gehen wir direkt hier auf den, die haben zwar eigentlich auch einen Viehmarkt, aber die verkaufen auch alles mögliche andere da oben im Norden. Ah, bestimmt. Da kriegen wir schon was. Ja, bei den Tobeln. Ich muss auch noch mal ein bisschen Kohle kaufen hier. Ich muss mal die Feuerschalen wieder befüllen. Ich glaube, die gehen uns sonst langsam aus. Ja, die Kohle können wir da auch kaufen. Kommen wir dann mit unserer Kohle. Okay, also 12 müssen wir dann bei Witz für Prutz sein, richtig? Ja. Ah, das schaffen wir ja. Ah, vielleicht packe ich heute mal ein paar Kekse bei Witz für Prutz. Mal schauen, ob ich es auch so gut hinbekomme. Das ist doch mal ein sehr guter Vorschlag. Ich glaube, die gehen nicht bald aus. Ja, ich könnte wohl noch ein paar essen. Ja, dann kaufe ich mal ein paar Sachen noch ein, um gleichzeitig Kekse zu machen. Eine große Packung bei Wittbeprutz. Geht eigentlich schon wieder dein Guardianum-Ding oder dauert das noch? Das dauert eine Woche. Das wird noch niemals fertig sein, wenn die andere Feste hier zeitmäßig eintrifft. Also können wir nur hoffen, dass Abel mir uns neue besorgt. Ja. Aber ich glaube, dass das Ding echt wertvoll war, als dieser Dreck da vom Himmel geregnet ist. Ja, ich glaube auch, sonst wären wir ziemlich tot. Ja, dann lass uns mal losgehen. Vielleicht können wir auf dem Weg ja noch irgendwie einen Söldner auftreiben, der mit mir ein Duell macht. Das wäre doch schön. Aber komisch, dass hier niemand aufgetaucht ist. Ja. Sind bestimmt alle tot. Weißt du eigentlich irgendwas über dieses komische Flugding von Leonardo? Also irgendwie interessiert mich das. Neugier macht mich ja schon, was das sein soll. Flugschiff von den Erzählern oder... Du ganz verstanden, was das ist. Also, es soll fliegen oder wie? Das ist wahrscheinlich so ein Schiff mit Flügeln, stelle ich mir das vor. Wie so ein Vogel mit Flügeln, nur eben als Schiffform in der Mitte. Ja, das ist bestimmt so ein Teppich mit Flügeln. Ein fliegender Teppich ist das. Oder nicht? Also in den Sagen hieß es immer, dass fliegende Teppich einfach so fliegen, ohne Flügel. Aber ich habe auch noch keinen gesehen. Ich habe auch noch nie einen fliegen sehen. Also auf einigen Feiern in Anfa habe ich schon mal einen schweben. Aber der hatte keine Flügel. Ich habe auch keine Ahnung, wo das ist. Wo soll das denn stehen? Das weiß ich auch nicht, aber da kann man sich mal versuchen durchzufragen. Vielleicht weiß es ja irgendjemand. Das ist bestimmt in diesem doofen Museum da. Museum? Welches Museum? Ja, da wo auch der Ogerlöffel drin stand. Oh, das ist gut. Da können wir auf jeden Fall mal vorbeischauen. Mal schauen, ob die da dieses Flugding haben, ja. Ja, dann lass uns das doch eben machen. Ja, machen wir das vor dem Einkauf, dann haben wir die Arme wieder voll. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Ja, dann führ mich mal. So könnt ihr wieder in das Innere der Stadt eingehen, über das Romeliser Tor. Und könnt dann gleich direkt hinter dem Tor auch eine kleine Menschenmenge sehen,
die hier jemandem lauscht, der auf einem kleinen Podest aus Holz steht, sehr provisorisch. Das sind eher ein paar Kisten, auf die er sich da gestellt hat, ein paar Holzkisten, Obstkisten. Und da wohl gerade über einen der acht Märtyrer spricht. Künstlerin. Na, guck mal da. Das ist ja einer dieser acht Märtyrerinnen. Märtyrerinnen? Ich weiß nicht. Ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, was die eigentlich gemacht haben. Also, irgendwer hat die verbrannt, richtig. Und die sind zu irgendwem namens Horas hin. Aber die, wenn die doch zu den Horasiern gegangen sind, was... doch ganz woanders. Oder nicht? Ich weiß nicht, vielleicht waren die früher, vielleicht waren das früher Nachbarn. Vielleicht war das Horas recht mal unten bis hier irgendwie direkt um die Ecke. Mag schon sein. Ihr kennt die Geschichte nicht? Stellt euch dazu, sie erzählt gerade. Ja, komm. Ich hab den Moment. Hören wir mal kurz zu, bevor wir weitergehen. Ja, und so könnt ihr euch dann neben die Prediger stellen, beziehungsweise die Gruppe, nur mit verschränkten Armen, stellt euch dazu und lauscht mal, was sie da so zu sagen haben. Es ist wie gesagt die Geschichte, die Abel mir vor kurzem erst wiedergegeben haben. Der Grund, warum die zweite Dämonenschlacht dann ausgelöst worden ist, es geht um Hela Horas, eine Kaiserin oder eine Horas, ja, es ist der Titel, Horas, im lieblichen Feld, also irgendwas bei Punin, Briklo, Insalt, irgendwie sowas, solche Worte werden da fallen und diese acht Märtyrer wurden dann ausgesandt, um Hela Horas zu sagen, dass sie, naja, jetzt wurde sie die Macht vereinigt, die Macht aller Götter, dass sie sich hat ausrufen lassen zur mächtigsten Magierin, zur Horas und zum höchsten Preios geweihten in Personalunion, dass sie alle Ämter vereinigt, dass das so nicht mit den rechten Dingen zugeht. Und ja, so haben sie ihren Weg aus Gareth angetreten und sind dann mit acht dorthin gepilgert und wurden dann verbrannt. Haben sich geopfert, woraufhin Raoul später dann seinen Kreuzzug losgetreten hat, um ja die Machenschaften, die Tyrannei von Hela Horas dann zu beenden. Du willst zum Museum, sag mal, Rafin. Warum soll es denn nicht okay sein, die ganze Macht auf sich zu vereinen? Ich meine, das ist doch in der Landwehr auch so. Du bist doch auch der Höchste da, oder nicht? Und noch gleichzeitig Führer der Stadt, oder nicht? Naja, aber unser Führer ist auch gnädig und mächtig und das hier ist das Mittelreich.